Singapur hat 365 Tage tropischen Sommer. Es ist einfach alles entspannt, die Leute sind freundlich, es ist sicher, es ist sauber. Es ist einfach, wie wenn du immer im Urlaub bist. Wir haben weiße Sandstrände, das warme Meer, wir brauchen keine Schuhe, Palmen. Es ist großartig. Singapur, der kleine, aber feine Stadtstaat an der Südspitze von Malaysia, ist Heimat für 5,7 Millionen Menschen. Die reiche Republik ist zwar nur ungefähr so groß wie Hamburg, aber sie bietet jede Menge tropische Lebensqualität. Und mit über 11 Millionen Touristen im Jahr gehört die blitzsaubere Metropole zu den 10 meistbesuchten Städten der Welt. Und wir fangen gleich richtig groß an, denn in Singapur wird nie gekleckert, sondern immer geklotzt. Wenn man in die Stadt kommt, fällt ein Gebäude ganz besonders auf, weil es so anders aussieht, so nach Gotham City und Batman. Und wir durften dieses fantastische Haus mit unseren Kameras besuchen. Die exklusive Erlaubnis gab es von der Besitzerin höchstpersönlich, einer der wichtigsten und reichsten Frauen der Stadt. Mein Name ist Vicky Wong. Ich bin die Besitzerin der Atlas Bar hier in Singapur. Wir gehören zu den schönsten Bars der Welt und ich habe eine der größten Gin-Sammlungen weltweit. Unsere Gäste können jeden Einzelnen hier auch probieren. Vicky stammt aus einer einflussreichen Milliardärsfamilie der Stadt. Das krasse Hochhaus hat ihr Großvater, C.S. Wong, 2002 gebaut. Es war sein letztes großes Projekt, bevor er starb. Vicky ist in Hongkong geboren und den USA aufgewachsen. Doch nach dem Tod des Großvaters übernahm sie seine Geschäfte hier in Singapur. Vicky hat die Bar als Andenken an ihren Opa komplett restauriert und dem etwas verstaubten Geschäft neues Leben eingehaucht. Ihre beste Idee, eine riesige Gin-Sammlung aus aller Welt anzulegen. Über 1300 verschiedene Sorten warten darauf, getrunken zu werden. Du kannst hier echt einen Martini aus den 1920er Jahren trinken. Oder der hier ist von 1950. Es ist immer traurig, wenn eine Flasche leer ist, weil ich dann befürchte, dass wir sowas nicht mehr beschaffen können. Schau, die ist von 1930. Die teuersten Flaschen kosten schon ein paar Tausend. Aber das geht jetzt nicht in die Zehntausende. Deswegen konnten wir auch diese riesige Sammlung so zusammenstellen. Gin wird über die Jahre nicht so irre teuer. Die teuerste Flasche Gin kostet hier ein paar Tausend Dollar. Aber die ist dann auch von 1900. Das mit dem Gin-Sammeln war nicht leicht. Viele hielten Vickys Ziel für etwas zu ehrgeizig. Eine ambitionierte Milliardärin will im High-End-Bar-Business mitmischen. Die ist doch gar keine Gastronomin. Brennereien aus der ganzen Welt haben aber an uns geglaubt. Wir haben alles gekauft, was uns in die Finger kam. Es gab aber auch Länder, die uns gar nicht beliefert haben. Da waren wir echt enttäuscht. Zum Beispiel die USA. Niemand von da hat was geschickt. Die haben sich sicher gedacht, Singapur, wo ist das denn? Wohnen kann man hier übrigens nicht. Über der Bar befinden sich Botschaftsbüros und Office-Etagen. Vicky hat in 4 Jahren die Atlas Bar zu der Inn-Bar Singapurs gemacht. In den vielen Touristenfallen der Stadt kosten Cocktails locker um die 30 Euro. Hier bekommt man schon Cocktails ab 16 Euro. Milliardärin Vicky ist mit dem Belgier Vincent verheiratet und hat mit ihm 3 Kinder. Sie lebten in Frankreich, als für Vicky der Ruf nach Südostasien kam. Und sie ist ihm gefolgt, selbstverständlich, denn der Name Wang verpflichtet. Es ist einfach ein fantastischer Ort für Kinder. Es ist hier so sicher. Ich habe 7 Jahre in den USA gelebt. Wenn ich da allein unterwegs war, war ich immer super aggressiv. Schlüssel in meiner Hand, immer gedacht, jetzt passiert was Schlimmes. Und hier denkst du gar nicht darüber nach. Es ist sehr, sehr sicher. Singapur ist für mich einfach ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten. Singapur, ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten? Kennt man diesen Spruch nicht von woanders?
Singapur macht es Gründern und hochqualifizierten Menschen aus aller Welt leicht, hier Fuß zu fassen, wenn sie arbeiten und entsprechend Geld verdienen. Von den 5,6 Millionen Einwohnern sind ca. 1,7 Millionen sogenannte Arbeitsmigranten. So wie diese junge Deutsche hier. Und ihre Geschäftsidee ist für Asien schon eher ungewöhnlich. Hi, ich bin Kerstin. Ich bin 44 Jahre alt, bin seit 13 Jahren in Singapur. Und seit kurzem habe ich hier auch ein Katzenhotel. Shangri-La. Kerstin ist mit ihrem finnischen Mann Samuel nach Singapur gekommen. Der ist hier Wirtschaftsanwalt. Inzwischen haben die beiden eine kleine Adoptivtochter. Anfangs war Kerstin nur die mitgereiste Ehefrau. Jetzt hat sie sich mit einer Katzenpension selbstständig gemacht. Hier können tierliebe Singapurer ihre Stubentiger kurzzeitig unterbringen. Das heißt, sie kommen wirklich aus allen möglichen Familien und Umgebungen. Und wir kümmern uns um die Katzen. Wir haben insgesamt sogar 16 Zimmer und dazu noch unsere Villas. Die weiteren Zimmer sind hier drüben. Hier haben wir zum Beispiel unser Paris-Zimmer. Das ist alles noch etwas in Arbeit, weil wir sind sehr neu und es kommen noch mehrere Städte dazu. Ich habe auch noch Frankfurt in Planung. Die nächsten Kunden sind da. Lana und ihre Eltern reisen für ein paar Wochen nach Australien. Die junge Frau beginnt dort ein Studium und ihre Eltern wollen vor Ort erst mal eine Weile nach dem Rechten schauen. Die Katzenunterkunft für 3 Wochen ist nicht preiswert. Ja, das ist uns klar. Das kostet hier genauso viel wie unser Hotel im Ausland. Aber naja. Eine Katzensuite kostet bei Kerstin pro Nacht umgerechnet zwischen 65 und 120 Euro, inklusive Vollpension und ständiger Videoverbindung zum Besitzer. Kerstin freut sich über jeden Kunden, denn in Singapur muss sie sich als Geschäftsführerin monatlich mindestens 7.000 Euro Gehalt zahlen, um langfristig bleiben zu dürfen. Und da ist sie noch lange nicht angekommen. Manchmal klingt das in Singapur, als ob der Staat nur Singapuris fördert und keine Ausländer haben will. Ich würde sagen, sie sind sehr restriktiv und suchen sich aus, wen sie haben wollen und in welchen Jobkategorien. Ausländerfeindlich, nein, aber man muss sozusagen Singapur auch nützlich sein, damit man hier bleiben kann. Der Rausschmiss von Ausländern aus dem Paradies geht sehr schnell, es sei denn, man verdient genug Geld. Und wenn man eine coole Geschäftsidee hat, geht hier in Singapur wirklich alles. Bei einer Stadtrundfahrt fallen uns zwei ungewöhnliche Autotürme auf, mit richtig schicken Luxuskarossen. Ist das das neue Autohaus 3.0? Ja, genau. Und es gehört diesem waschechten Singapurer, der sich hier seinen Traum verwirklicht hat. Hi, welcome to Singapore. Willkommen in Singapur, ich bin Gary. Willkommen in meinem Autoautomaten. Gary ist Autohändler mit Leib und Seele, schon in der 3. Generation. In Singapur ein anspruchsvolles Geschäft. Denn Autos, egal welche Marke, sind hier echte Luxusartikel. Gary erfüllt Männerträume. Alle hielten ihn zunächst für verrückt. Doch in Singapur geht alles, wenn man das nötige Kleingeld hat. Gary hat in seinen Traum viel Kleingeld investiert. Also ich verkaufe Autos quasi aus dem Automaten. Im Grunde genauso einfach wie aus einem Kohleautomaten. Wir haben hier unsere ganzen Autos. Wir haben eine Mainstream of cars that we always sell, you know, so like Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Ferraris. Wenn sich jetzt dein Kunde zum Beispiel für Ferrari interessiert, dann suchen wir den aus, sagen wir mal diesen hier. Dann kreieren wir eine besondere Stimmung für den Kunden. Denn der wird jetzt vorbereitet, sich eine richtig gute Show über sein Traumauto anzusehen. Der sitzt dann also hier und während er auf sein Auto wartet, soll er erst mal richtig genießen, was da gleich kommt. Den Autoaufzug hat sich Gary natürlich in China konstruieren und bauen lassen. Das Traumauto kommt aus 16 Metern Höhe eingeschwebt. Und dann hofft der clevere Car-Dealer, dass sein Kunde dann gar nicht mehr anders kann. Das ist der große Moment. Und der Kunde wird sagen, ich weiß, dass es ein großer Fehler ist, aber jetzt hole ich meine Kreditkarte raus und kaufe. Ja, so wollen wir das.
Doch hier im kleineren Turm stehen noch nicht die absoluten High-End-Autos. Die hat Gary in seinen Zwillingstürmen ein paar Kilometer entfernt geparkt, nach dem gleichen Prinzip. Wer sich in Singapur überhaupt ein Auto leisten kann, der muss wirklich wohlhabend sein. Der Staat hat die Anzahl der Autos auf 500.000 begrenzt. Mehr werden definitiv nicht erlaubt. Zum Vergleich, im flächenmäßig gleich großen Hamburg sind 810.000 Autos zugelassen. Wenn du in Singapur ein Auto kaufst, dann kostet das in der Regel schon zwei bis dreimal mehr als sonst wo auf der Welt. Zum Beispiel, du willst dir eine Mercedes C-Klasse kaufen. Dazu musst du dir zuerst für satte 90.000 Euro ein Zertifikat kaufen, dass du überhaupt dein Auto hier haben darfst. Dann musst du auf dein Auto noch ca. 140% Steuern bezahlen. Alles in allem kostet dich diese C-Klasse dann 206.000 Euro. Dafür bekommst du in Deutschland drei C-Klassen. It costing almost about 300,000, which is, I think in Germany you probably can buy three at one time. Ein Golf ist übrigens nicht viel günstiger. Und wenn es eine richtige Luxuskarosse sein soll, dann geht's in die Millionen. Euro, versteht sich. Wenn du jetzt kaufst, gebe ich dir ordentlich Rabatt. Das Auto hinter mir kostet komplett knapp 700.000 Euro. Würdest du das neu kaufen mit allem Drum und Dran, kommst du auf fast 1,2 Millionen Euro. Singapur ist richtig schön, aber auch richtig teuer. Morgen werden wir weiterziehen durch eine Stadt, die wirklich jeden fasziniert.